Viele Physiker berufen sich heutzutage auf buddhistische Mythologie, um Vergleiche zwischen antikem Denken und modernen Ansichten zu ziehen. In diesem Video möchte ich dir zeigen, dass das Weltbild von Burkhard Heim viel besser zu diesen alten Überlieferungen passt als alle anderen. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt. Und auf diesem Kanal erkläre ich dir die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Der Buddhismus ist seit vielen Jahren, Jahrzehnten im Westen populär. Es scheint, es ist die Religion, die am besten zum modernen Leben passt. Wobei Buddhisten sagen würden, Buddhismus ist eigentlich keine Religion, sondern eine Methode, den Geist zu entwickeln. Es ist immer faszinierend, wenn moderne Naturwissenschaftler sich mit diesen alten Überlieferungen befassen, nur um festzustellen, der Buddha und seine Schüler haben vor 2500 Jahren schon Erkenntnisse gehabt über die Materie, den Aufbau der Materie, den Aufbau des Universums, die sie sich heute mit aufwendigen experimentellen Verfahren erst wieder aneignen mussten. Das ist ein geniales Beispiel dafür, wie mühelos und selbstverständlich intuitives Wissen erfasst werden kann, wenn man geistig richtig vorbereitet ist. Dann kann man sich in jedes erdenkliche Thema hineinversetzen und Wissen daraus generieren. Nicht nur philosophisches Wissen, sondern auch Wissen, das ganz pragmatisch für alle Alltagsbereiche einsetzbar ist. Wenn du dich schon immer in dieser Hinsicht weiterentwickeln wolltest und statt den klassischen Methoden eine moderne, westliche und dennoch ungeheuer effektive Vorgehensweise dir aneignen möchtest, dann ist das Natal-Training das Richtige für dich. Schau es dir genau an, geh auf nataltraining.de und ich würde mich freuen, dich in einem meiner nächsten Kurse begrüßen zu können. Zunächst eine kurze Darstellung von Burkhard Heims Kosmologie. Heim fand, dass das Universum nicht in einem Urknall entstanden ist, in dem bereits alle Masse vorhanden war. Tatsächlich war das Universum erstmal eine unvorstellbar lange Zeit leer, bevor die Masse entstand, also die Materie entstand. Der Raum expandierte und erst als ein gewisser Schwellenwert überschritten wurde, da kam es zum explosionsartigen Einbruch der materiellen Erscheinung überall im gesamten Universum. Heim kommt in seinem Modell darauf, dass dieses Ereignis vor ca. 20 Milliarden Jahren stattfand. Das passt zeitlich ziemlich gut zum beobachteten Universum, zur Beobachtung der kosmischen Hinterstrahlung und dem Durchmesser des beobachtbaren Universums. Man nimmt ja an, dass der Urknall vor etwa dieser Zeitspanne war. Aber das ist jetzt eben nicht mehr der Beginn des Ganzen, sondern nur der Beginn der Materie, die Kosmogonie der Materie, wie Heim es ausdrückte. Auch ist das sichtbare Universum nicht gleich mit der tatsächlichen Ausdehnung des Raumes. Dieses Universum, in dem wir heute leben, wird sich für eine unvorstellbar lange Zeit noch weiter ausdehnen, bis sich dieser Prozess schließlich umkehrt, das Universum wieder schrumpft und wenn ein Schwellenwert unterschritten ist, werden alle materiellen Erscheinungen wieder verschwinden. Das dann leere Universum kontrahiert weiter bis zu einem Punkt, der sozusagen das Gegenstück des Ursprungs ist, das eschatologische Ende. Und dieses Ende, das geht über in die Geburt eines neuen Universums. Und das Ganze kann sich im Grunde genommen endlos fortsetzen. Was sagt denn nun der Buddha zur Kosmologie und zum Ursprung des Universums? Laut dem Pali-Kanon unterliegt das Universum einem zyklischen Wandlungsprozess, genannt dem Mahakalpa, und innerhalb eines solchen Zyklus expandiert zunächst das zunächst leere Universum. Dann entsteht aufgrund der karmischen Prozesse Materie. Diese materielle Welt besteht für sehr lange Zeit, bis das Universum wieder schrumpft, die Materie aus dem Raum verschwindet. Zurück bleibt nur noch die Brahma-Welt, in der subtile Wesen existieren, in einem nicht mehr materiellen Zustand oder nicht mehr grobstofflichen Zustand. Die buddhistische Philosophie betont hier, dass es keinen dezidierten Anfang und keinen dezidierten Ende dieses Prozesses gibt. Es gibt nur den endlosen Kreislauf von Samsara, von Beginn eines Universums, Wachstum, Gedeih, Schrumpfung und seinem Tod gewissermaßen. Und dann beginnt das Ganze von vorne. Ihr habt längst gemerkt, wie groß die Ähnlichkeit zwischen beiden Konzepten ist. Man könnte geradezu sagen, deckungsgleich. Ich finde es erstaunlich, dass Heim hier
auf praktisch dasselbe Modell gekommen ist, durch seine rein physikalisch-mathematischen Überlegungen. Er hatte zwar ein bisschen Kontakt zum Buddhismus, vor allem zum Zen-Buddhismus, aber ich glaube nicht, dass er so tief da drin gesteckt hat, als dass er in den mythologischen Hintergrund vorangegangen wäre. Heims Denkweise basiert fast ausschließlich auf der abendländischen Philosophie und darin vor allem auf der Phänomenologie der Philosophin Hedwig Konrad Martius. Sein Erkenntnisweg war also ganz klassisch intellektuell, obwohl er von tiefer Intuition bewegt war. Gehen wir noch mal ein bisschen in die Details. Für Heim gab es in seinem zunächst leeren Universum eine Transdynamik der Ideen, die sich gewissermaßen dafür bereit machten, in der Materie verwirklicht zu werden. Aber zunächst mal geschah das rein im Transzendenzbereich. Der Transzendenzbereich der Welt ist die fünfte und sechste Dimension. Das entspricht direkt den Existenzformen der subtilen Brahma-Welt, die sich nach buddhistischen Vorstellungen dann nach und nach verstofflichte. Ein Unterschied besteht in den Details zur Materieentstehung. Für Heim entstand die Materie quasi in einem Augenblick, zumindest gibt es darüber keine anderen Aussagen und auch nur ein Statement in einem seiner Bücher, dass man das genauer untersuchen müsste, wie das abgelaufen ist. Nach buddhistischen Vorstellungen geschah die Stofflichwerdung der Materie, der Ideen in die Materie graduell, und zwar in der Reihenfolge der Dichte der vier Elemente, von subtil zu grobstofflich. Nun könnte man Folgendes überlegen mal. Nach Heim gab es die vier Grundflussverläufe oder Hermitrieformen A, B, C und D. Diese stehen für bestimmte Eigenschaften der Materie oder der Dinge, die wir haben, sagen wir mal so. Könnte man diese mit den vier Elementen assoziieren? Die Form A, die betrifft lediglich die sogenannten Aktivitäten, die im Transbereich ihre Dynamik entfalten, in den Dimensionen 5 und 6. Also das wäre die Brahma-Welt, die nach buddhistischer Auffassung aus dem Element Feuer bzw. Licht besteht. Das Feuer ist also bereits vorhanden, wenn die Materie noch nicht ist, und es ist auch dann noch vorhanden, wenn die Materie nicht mehr ist. Übrigens ist es für Buddhisten immer wichtig zu betonen, dass diese Welt zwar eine Existenz in Glückseligkeit bedeutet, aber sie ist trotzdem den karmischen Gesetzen unterworfen und sie bedeutet keine Erlösung von Samsara. Heims Hermitrieform B steht für Grundflussverläufe in der Transzendenz und in der Zeit. Das manifestiert das Licht bzw. die Photonen, also das physikalische Licht. Das wäre die Qualität des Elementes Luft, denn das Hinzuziehen der Zeit bedeutet das Hinzuziehen von Bewegung. Zeit steht ja für die Möglichkeit der Bewegung schlechthin. Die Hermitrieform C betrifft den Raum und den Transbereich. Das ist das, was für das Phänomen Trägheit und Masse sorgt. Das wäre das Element Erde. Und die Form D schließlich. Das sind Grundflussverläufe durch alle sechs Dimensionen. Und jetzt bleibt noch eins über, nämlich das Element Wasser, welches für Kohäsion steht, also Anziehung. Und die Form D ist die der geladenen Elementarteilchen, das heißt die, die sich tatsächlich anziehen. Also entsprechend dieser Tabelle könnte man diese vier Qualitäten miteinander identifizieren. Es ist vorstellbar, dass wenn die Forschung zur Heimtheorie weiter fortgeschritten ist, dass man tatsächlich auf dieser Grundlage Aussagen machen kann über die Materieentstehung, und vielleicht würde man so etwas Ähnliches feststellen. Wenn du dir zutraust, einen fachlichen Beitrag zur Heimtheorie zu leisten oder erstmal nur die Originalquellen erforschen möchtest und weiter untersuchen möchtest, dann lade ich dich ein, zu unserem Heimtheorie-Discord-Server dich anzumelden. Beitrittslink findest du in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall kannst du dich mit zahlreichen Physikern austauschen, die sich in die Tiefe bereits Gedanken machen, wie man Burkhard Heims Theorie mit den modernen physikalischen Ansichten verheiraten kann, gewissermaßen. Nochmal zu diesem Inkarnations- bzw. Sterbeprozess. Der vollzieht sich also in einer bestimmten Reihenfolge, nämlich von Feuer zu Luft, zu Wasser, zu Erde. Und dann wieder von Erde zu Wasser, zu Luft, zu Feuer. Das ist sowohl die Vorstellung
des Werdens und Vergehens des gesamten Universums, als auch die Vorstellung der persönlichen Prozesse der Inkarnation und des Sterbens. Wenn man diesen Analogieschluss mit den Grundflussverläufen zu Ende denkt, dann würde das bedeuten, während der Kosmogenese der Materie wäre als erstes Licht entstanden. Das wäre also die Form B. Form A gab es ja immer. Danach wäre die Form C entstanden, welches bedeuten würde, es hätte Kraftfelder gegeben ohne Träger. Und dann erst die Form C, das das Erdelement symbolisiert, also die Masse, die eigentliche materielle Welt, aus der wir bestehen. Die Vier-Elemente-Lehre kann man im Übrigen natürlich auch aus dem Abendland beziehen, aus den abendländischen alchemistischen Überlieferungen bzw. der aristotelischen Philosophie. Dafür muss man nicht nach Fernost gehen. Wobei wir heute wissen, die gemeinsame Basis von Wissen und der Austausch in antiken und präantiken Zeiten war viel größer, als sich das die Geschichtsschreibung heute zugesteht. Also, was denkt ihr zu diesem ganzen Thema? Ich denke, es lädt auf jeden Fall zum Kommentieren ein und wenn es euch gefallen hat, dann natürlich auch zum Abonnieren. Mein Fazit für diese Gegenüberstellung von heimscher und buddhistischer Kosmologie ist, die Erkenntniswege im Buddhismus sind natürlich nicht so detailliert wie Heims mathematische Ableitung, aber sie gehen weit über diese hinaus, weil sie die Grenzen des Intellektes erkennen und überschreiten. Sogar unsere sechs Dimensionen in Farbe.